Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mystery. Ich musste das jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen interessanter aussprechen. Auf jeden Fall haben wir heute große Pläne. Unter anderem schauen wir bei dem Ork in der Orkgasse 2 vorbei. Aber bevor wir das machen, kam gerade der Janus vorbei und wollte mir was Kleines vorbeibringen. Kalimiro, ich habe gehört, du brauchst noch ein Item. Ich habe gehört, du warst gestern ganz lange auf der Suche, hast viele wilde Monster bekämpft und jetzt brauchst du noch so ein Trident? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ja, der liegt bei mir schon seit Folge 2 oder 3 nur rum in meiner Kiste. Ich habe den direkt beim ersten Kill bekommen. Ich glaube, du kannst den besser gebrauchen als ich. Oh, vielen Dank. Ich weiß, dass du nicht so auf Diamanten aus bist, aber komm, muss sein. Muss sein. Oha. Dankeschön, Kalimiro. Aber nein, den kannst du auch gerne so haben. Die Dias brauche ich nicht. Ich brauche ihn wirklich nicht. Und ich denke, du wirst da ein bisschen mehr Spaß mit haben. Danke, danke. Das ist mega nett. Wow, das war ja mal ein richtig guter Deal. Das heißt, wir können den jetzt auch richtig gescheit verzaubern. Wir haben hier noch Treue 3 und Entladung. Das klingt ganz, ganz komisch auf Deutsch. Ich muss wieder auf Englisch stellen. Shakespeare in English. Okay. Thunderstone und Enchanted Bond 3. Ja, Mann, das klingt gut. Dann kaufen wir uns noch einmal Merlins Repair und Warren Charm. Ach, ich liebe es. Die Bücher kombinieren wir dann einmal hier im Amboss. Und dann kommt das jetzt einmal auf den Dreizack drauf, 19 Level. Ich bin Level 1, nice. Zum Glück können wir das ja hier bei der Goldfarm ändern. Kommt her und gibt mir XP. Guck mal, das ist richtig schön, wie schnell man hier noch so Level bekommt, wenn man noch so Level 10 ist. Aber wir können ja unseren Dreizack hier mal kurz an den Teilen da oben testen. Also wir sehen, er kommt sehr zuverlässig wieder zurück. Und dank Thunderstone können wir es dann auch richtig schön blitzen lassen. Das können wir aber gerade nicht testen, weil es nicht regnet. Ich habe jetzt dieses starke Verlangen, die beiden auch so zu benennen. Das heißt, den hier nennen wir Sprites Flight. Ja, komm, dafür opfer ich mal schnell 8 Level. Und das hier ist dann unser Thunderstone. Sehr nice. Aber ihr merkt schon, ich halte mich mal wieder mit irgendwelchen irrelevanten Dingen auf. Denn heute ist doch der große Tag. Wir haben hier eine sehr, sehr wichtige Adresse, und zwar die Orkgasse 2. Nur habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, wo die ist. Was macht denn dieser fremde Zwerg dann unserer Taverne? Hallo, guten Tag. Kenne ich Sie? Ah, okay. Haben Sie vielleicht zufälligerweise eine Ahnung, wo die Orkgasse 2 ist? Kann ja sein. Du hast was gefunden? Okay. Zeig mal her. Ein Wegweiser, okay. Ja, vielen Dank dir. Dankeschön, danke. Führt dich zur Orkgasse 2. Ja gut, dann folgen wir doch einfach mal dem Kompass. Der zeigt hier schnurstracks geradeaus. Zeigt das. Das zeigt doch direkt ins Nether-Portal, oder? Weiter nach hier drüben. Ich bin leicht verwirrt. Hier ist nur die Statue. Aber es zeigt direkt durch die Statue hindurch. Nach hier drüben irgendwo. Warte mal, ist das eine Treppe hier? Also, das ist garantiert nicht so natürlich. Das ist auf jeden Fall Menschen oder besser gesagt. Ork gemacht. Ja, guck mal, hier kommt man echt gut hoch. Jetzt hier nach drüben. Oh, ich glaube, ich habe das Ziel gefunden. Das hier müsste das Ziel sein. Hallöchen, jemand zu Hause? Ja, wer ist da? Ich bin der Calimero. Hi, der Kroko hat mich vorbeigeschickt. Ich habe gehört, hier ist eine gute Adresse, wenn jemand Mist gebaut hat. Sie wurden empfohlen. Ja, ich komme. Was ist denn mit Ihrer Stimme los? Ja, die ist ein bisschen heiser. Brauchen Sie ein Halsbonbon hier? Oh, das wäre super. Nom, 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 nom. Geht gleich viel besser. Mensch, Calimero 2, schön dich kennenzulernen. Der Kroko hat geschickt. Ja, genau. Der Janus hat meine Base ein bisschen mit Hühnern verpestet und ich habe gehört, da ist hier eine gute Adresse. Oh, Janus ist doch so ein Bienenmann-Freund da. Da bin ich sofort dabei. Okay, super. Hast du schon eine Idee, was wir machen können? Natürlich. Also gerade wenn es um Janus geht, dann habe ich immer eine Idee. Und es ist mal wieder ein sehr orkscher Prank, würde ich sagen. Schau mal. Ich habe zwei Boxen. Die sind randvoll mit Dreck. Mit grünem Dreck und braunem Dreck. Oh, Gras ist natürlich immer eine gute Sache. Ja. Gras ist immer eine gute Sache. Da weiß ich, da kriege ich dich mit. Ja. Zeit, dass das legal wird. Meine Idee wäre jetzt, wir greifen ihm etwas unter die Arme. Ganz nett. Ja. Und machen bei ihm ein bisschen die Landschaft grün. Ah, das ist doch schön. Und dann gibt es noch eine Überraschung. Die würde ich aber vielleicht noch nicht spoilern. Lass uns erstmal ein bisschen grün machen und die Leute wundern. Und dann ballern wir noch eine Kleinigkeit drüber. Okay, gut. Dann eine für dich, eine für mich. Perfekt. Okay, kommst du? Ja, ich komme mit. Also, der Plan, den ich jetzt hätte, wäre wie folgt. Wir fangen an, hier möglichst viel grün zu machen. Und wenn wir Glück haben, stellt uns sogar Janus noch Material zur Verfügung. Der hat sich auch an meinem Material bedient, ist okay. Ah, schade. Ich glaube, die hat er schon irgendwo anders hin. Mein Plan wäre jetzt, wir fangen hier wirklich an. Also, das auch wirklich, dass wir hier vor dem Haus anfangen. Warte mal, ich hole mal schnell ein paar Markierungsblöcke. So, ich würde sagen, es geht einfach hier los. Und dann machen wir alles grün. Boah, die Frage ist, wie weit? Ja, ich glaube, ein bisschen können wir schon nach da hinten gehen. Desto mehr, desto besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Fall. Wir können ja das hier als Grenze ziehen hier. Dann machen wir doch was ganz Nettes. Du fängst auf der einen Seite an, ich fange auf der anderen Seite an und wir treffen uns in der Mitte. Okay, perfekt. 3, 2, 1, go. Los geht's.
Calimero. Kroko. Ich habe 5,5 Stacks. Ich habe 3 Stacks und 22. Hast du Diamanten in der Chest? Ja, habe ich. Wetteinsatz. Okay, wie viele Diamanten machen wir? 5 Diamanten? Also, 5 Diamanten sind im Pot, warte. So, bitteschön, das ist der Pot. Derjenige, der als allererstes kein Gras mehr im Inventar. Ja, müssen wir jetzt auch gleich viel Gras noch verteilen, ne? Also, ich habe ja nur 3 Stacks und 22. Also, nachdem ich ja jetzt einen Hauch schneller war, würde ich das als mein Handicap in Kauf nehmen. Okay, wie du willst. Auf die Plätze. Fertig. Los! Fertig. Calimero ist fertig und ich habe noch 17. Nein! Ja, dann steck deine wohlverdienten Diamanten ein, Calimero. Ja, dann vielen Dank für die Diamanten. Ich danke sehr, dass du das meine. Ja, stimmt. Dann gehen wir nochmal schnell Erde farmen. So, okay, dann Schalkerboxen in die Mitte, würde ich sagen. Und los geht's. So, Calimero. 3 volle Kisten. Und es liegt noch ein bisschen Zeug rum, aber das ist mir wurscht. Und dann düsen wir zurück. Runde 2, würde ich sagen. Man muss schon sagen, wir sind ja, ne, alles pranken und schön und gut, aber wir sind ja nett. Genau. Ne, es ist ja eigentlich, wir helfen Janus ja eigentlich quasi nur. Vielleicht mit einem kleinen Twist oder so, aber an sich ist es ja eher was Nettes, was wir hier tun. Also wir sind immer nett, Coco. Wir sind immer nett. Das ist ja wohl definitiv so. Da gibt es ganz andere Gestalten, die hier rumlaufen. Ich möchte jetzt nicht wieder davon sprechen, aber ich rede schon vom Bienenmann. Liebster Calimero-Zwerg, das sieht doch schon wunderfantastisch aus. Ja, auf jeden Fall. Wunderschön. Ja, nächster Schritt, Calimero. Was haben wir geplant? Wir haben ein bisschen Dschungel überlegt, ne? Yes. Ich freue mich schon. Weißt du, was wir als allererstes machen sollten? Den Pfad hier durch. Weil das hier in der Mitte, haben wir beschlossen, wird ein Teich. Da würde ich auch gerne ein Brückchen drüber bauen. Aber es reicht auch, wenn einer von uns den Weg macht und dann der andere holt schon mal Sittlinge und den ganzen Krampf. Ja, als hätte ich es gewusst, habe ich schon was vorbereitet. Das kann ich dir mal kurz zeigen. Als hättest du es gewusst? Was? Du bist ja ein Else. Will nur noch den Teich hier schnell fertig machen. Es ist lustig und es ist gemein, weil er kommt, boom, und hat einfach einen riesen Dschungel vor der Haustür. Ah ja, Weg hatten wir. Magst du den Weg in die andere Richtung fortführen? Okay, gerne. Gut, Weg passt soweit. Dann zeig mir mal, was du vorbereitet hast, zufälligerweise aus Versehen, als hättest du sehen können. Ja, schau mal hier, ganz, ganz krass versteckt. Ich habe so eine Art Labyrinth gebaut, auch wenn es kein Labyrinth ist, aber... Was ist denn das? Gute Frage. Dass keiner Lust hatte, durchzulaufen. Das ist gut. Bambusparadies und hier kommen ja die Fässer rein. Oh, ja, ja. Hast du auch Dschungelbaumsetzlinge? Weil da an denen hapert es bei mir, glaube ich. Müsste ich haben, schaue ich mal kurz nach. Ah, hier, Exotic Saplings, natürlich habe ich welche. Oh, wir könnten eine Aufgabenteilung machen. Was hältst du davon? Einer von uns Dschungel fliegt und der andere macht den kleinen Teich in der... Okay, dann würde ich kurz zum Dschungel gehen, noch mehr Saplings holen. Okay, dann mache ich den Teich, weil ich habe da auch die entsprechenden Sachen und dann treffen wir uns gleich wieder, oder? Perfekt. Bis gleich. Also dann auf geht's. Ah nee, natürlich ist es noch. Dann legen wir uns aber schnell in das Bett, was ich mir irgendwann mal im Dorf geklaut habe und nie zurückgebracht habe. Ups, hatte ich nicht mal irgendwann gesagt, dass ich das zurückbringen will. Keine Ahnung. Okay, mache ich wann anders. Da wären wir auch schon. Und dann fange ich hier mal an, mir hier so ein paar Blätter zu klauen. Warte mal, stopp, warum kriege ich da Oak Saplings? Nee, stopp, warum wächst da Eichenlaub an Dschungelstämmen? Okay. Papagei. Komm schon, bitte. Ich brauche mehr Seeds. Wie viele Seeds wirst du noch essen? Okay, weiter nach Seeds suchen. Also komm schon, die futterst du jetzt nicht alle weg. Juhu. We shall remain in friendship. Ist aber auch blöd, dass ich kein Glück mehr auf meiner Ho habe. Damit wird es so viel schneller gehen. Würdest du dich zu mir ins Boot setzen? Ja doch, perfekt. Das geht, er sitzt im Boot. Supi, dann fahre ich den jetzt mal mit nach Hause. Papagei, kommst du? Ah, da ist er. Perfekt. Sir, lass uns loslegen. Hier, frei bedienen bitte. Nimm mir mal gleich ein bisschen Bambus ins Inventar. Genau, und dann würde ich dir noch gerade die Hälfte von den Setzlingen geben. Und dann legen wir los. Also ich würde sagen, das sieht mal aus wie ein Urwald, oder? Es ist so cool, wenn man hier durchläuft. Man sieht wirklich nur noch grün. Und dann kommt man hier in die kleine Oase. Da kommt jetzt ein Buch rein. Ich stelle noch ein Banner daneben. Hast du schon was reingeschrieben jetzt? Soll ich was reinschreiben? Okay, du kannst was reinschreiben. Ah, cool. Ah, Scherz geht's. Okay, ich kann auch was Scherz reinschreiben. Lieber Iosa, für fast jedes deiner heißen Chicks hier ein Bambus. Ich hoffe, es gefällt dir. Sollen wir dann auch liebe Grüße hinterlassen? Liebe Grüße, Calimero 2. Und ich mache auf der nächsten Seite dieser... Prank wurde unterstützt.
unterstützt von Ork. Eure noch heute deinen Ork. Adresse Doppelpunkt Orkgasse 2. Du kannst es signieren. Wie nennen wir das Buch? Bambuslieferung. Sign and Publish. Sehr, sehr schön. Calimero, ich würde sagen, Unheil angerichtet, beziehungsweise wir haben ihm ja geholfen. Ja, natürlich. Weil er wollte das sicher so schön grün und so machen alles. Gut, Calimero, es hat mich gefreut, dir da zu Hilfe sein zu können. Und ich mache mich mal da mal vom Acker. Ciao, ciao. Ja, jetzt haben wir hier natürlich eine Menge an Bambus, aber ich denke, dass wir das so schnell nicht wieder benötigen werden. Und wenn doch, dann hat Janus sicherlich genug für uns. Das heißt, ich räume hier das mal schnell wieder auf und dann bauen wir hier eine andere Plantage rein. Ihr werdet schon sehen. Also das ist doch wirklich mal eine nice Plantage, oder? Also Farnplantage natürlich und normales Gras. Ich weiß ja nicht, woran ihr denkt, aber wir sind völlig unschuldig, ich sag's dir. Und damit uns hier niemand was von unserem unschuldigen Farn klaut, habe ich hier eine geheime Tür hingebaut. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ich das gebaut habe, aber ja, ich habe es vergessen aufzunehmen. Trotzdem, wir haben jetzt hier so einen Notenblock, mit dem können wir die Tür öffnen. Und um die von außen zu schließen, gibt's hier hinten noch einen Notenblock. Das sollten wir hier vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Oh ja, voll schön. Aber wenn das zu ist, sieht man wirklich gar nichts. Und hier kommt natürlich später noch ein anderer Raum hin. Das heißt, wir müssen es dann noch irgendwie in die Wand integrieren, aber das wird gut. Krokus ist gerade live und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das, was ich letzte Folge mal erwähnt hatte. Und zwar wollte ich mit Unsichtbarkeitstränken noch ein paar andere Leute ein bisschen, ja, ärgern ist blöd gesagt, aber ein bisschen verwirren. Und deswegen bin ich hier gerade dabei, noch weitere zu brauen. Dann schauen wir mal, was wir da anstellen können. Wir haben jetzt dreimal Potion O Invisibility. Also lege ich jetzt mal schnell meine Rüstung ab und pfeife mir einen so einen Trank rein. Jetzt sieht man mich fast gar nicht mehr. Totem kommt auch weg. Und wenn ich jetzt noch meine Hand frei mache, dann sieht man nur noch die Partikel. Okay, das ist gut. Dann schauen wir mal, wo er steckt. Die erste Kleinigkeit, die ich machen möchte, sind hier die Pilze, weil Pilze sind wirklich ein ganz, ganz tolles Item. Und die platziere ich einfach mal um ihn herum und mal schauen, ob er was bemerkt. Ah, schaut mal her. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir da bitte rüber? Ich glaube, ich muss da wirklich rüberfliegen, während er mir den Rücken zudreht. Oh. Er ist weg. Oh. Ententanz. Ja, der Ententanz ist immer aktuell, ne? Irgendwer hat ganz zufällig vergessen, seine Elytra auszuziehen, bevor er mich prankt. Ich bin nicht da. Das war ungünstig. So, er klettert da hoch. Oh, er ist weg. Okay, wir haben schon mal einen Fortschritt. Wir können ja hier schon mal schön Pilze auf den Ecken verteilen. Das ist doch eine schöne Sache. Aber jetzt muss ich einfach nur warten, bis er wiederkommt. Da kann ich... Und wie das Calimero war. Schaut ihn euch an hier. Da einfach mal Pilze gepflanzt. Jetzt komm doch mal her, Kroko, ey. Ja, so ist gut, so ist gut. Ich hoffe, er sieht die Partikel nicht. Hey. Ich sehe dich, Calimero. Ist er vielleicht AFK? Bin ich AFK? Ah, schade. Ah, das wäre zu lustig gewesen. Ich dachte, ich sehe dich nicht. Mehr Pilze. Sieht er mich? Ach, wir haben wieder keine Pfeile. Ich liebe so Zielschießen auf Unsichtbare. Noch mehr Pilze. Immer wenn ich weg bin, kommen mehr Pilze hin. Da ist er. Dieser Calimero, sage ich euch. Da läuft er. Da ist er. Da ist er. Schaut ihn euch an. Da ist er. Oh! Also... das war also wirklich nicht so beabsichtigt, gerade deine Sachen einsammeln. Du bist ja Gott sei Dank wieder da. Was soll ich sagen? Der Hammer ist wohl richtig stark, wie es ausschaut. Ja, so schaut's aus. Der braucht aber noch eine Knockback-Verzauberung unbedingt. Damit du mich hier runterkicken kannst, oder wie? Genau, dann wäre ich noch ein bisschen stabil, aber mit Netherite. Ach, weil du eine Elytra. Ach, weil dann halten wir nicht so viel aus, ne, mit Elytra. Ich hatte gar keine Rüstung an. Ach, stimmt, weil du unsichtbar bist, stimmt. Ach, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Oh, nee, sorry. Weil normalerweise kann ich so 10-mal draufhauen oder so. Es tut mir leid, Calimero, wirklich. Aber hey, dann wissen wir jetzt, dass dein Hammer gut ist. Also das ist ja auch wichtig zu wissen. Okay, ich gehe mal Grab bauen. Ich komm dann zum Grabrede machen und so. Okay, warte. Soll ich jetzt sagen, Tod durch den wilden Kroko? Ich glaube schon. 21.04.2022, Calimero 2, Tod durch den wilden Kroko. Ja, ja, so läuft das hier. Ach ja, das ging nach hinten los, aber es war trotzdem irgendwie... bisschen lustig. Calimero, wo hast du dich beerdigt? Hier drüben. Tut doch den wilden Kroko. Ich würde sagen, es war ein Unfall, weil du warst unsichtbar und ich habe dich ja gar nicht gesehen. Ja, ja, klar. Ich würde sagen, unsichtbar ins Messer gelaufen, fände ich viel besser. In den Hammer gelaufen, wolltest du sagen. In den Hammer gelaufen, ja. So. Sehr schön, vielen Dank. Er war stets ein treuer Buddler. Er konnte es auch heute nicht abwarten zu buddeln, deswegen er wollte sogar unsichtbar buddeln. Es war mir eine Ehre, an Calimeros Seite gebuddelt zu haben. Ihr wisst ja, wir haben hier ein kleines Problem mit diesen blauen Flecken. Wir können ja mal schauen, wie es aktuell bei mir aussieht. Also wirklich begeistert bin ich nicht. Das sind wirklich viele blaue Flecken inzwischen. Und es gibt da ja die Blauschimmel-Entfernungsklinik von Professor Alba. Nachdem das bei Kroko jetzt nicht so perfekt geklappt hat, habt ihr trotzdem in den Kommentaren gesagt, dass wir Alba da noch eine zweite Chance geben sollen. Und das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, aber los geht's. Oh,
oh, schaut mal, der gute Alba und der Calimero sind da. Ich glaube, wir sausen einfach mal schnell rüber. Calimero, Herr Professor. Guten Tag. Sehr schön. Nachdem das letzte Mal ja einiges schiefgelaufen ist, Sie sich aber trotzdem bereit erklärt haben, das Dings hier zu beseitigen, wage ich mich nochmal auf die Liege. Ich komme rein, Calimero, du weißt noch gar nicht, Professor Alba ist professioneller Blauschimmelentferner. Ah, okay, das ist gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich versuch's nochmal. Also ich würde mich jetzt hier einfach nochmal hinlegen. Bin ich zuerst dran oder wie läuft es jetzt? Beide gleichzeitig. Okay. Bist du dir da sicher? Okay, ja gut, okay, Herr Professor. Oh, Calimero ist vorbereitet. Bei Professor Alba sollte man immer ein Totem of Undying mit dabei haben. Okay, ich bin still. Okay, wir sind fertig. Alba! Alba? Alba! Hinterher! Was macht der denn? Wo ist er? Hast du ihn gesehen? Calimero, wie schaust du aus? Stopp, halt. Nein! Alba! Sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Krokomero. Oh nein. Krokomero 2. Ich bin Calicro. Oh Gott. Also das, okay, das, ja, das sieht interessant aus. Wir hauen ihn, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Wo ist er? Aha. Warte, stopp, ich bin auch unsichtbar. Das ist einer, ich weiß nicht mehr, wo ich stehe. Ich auch nicht. Jetzt wollte er seine Spuren vertuschen, indem er uns auch unsichtbar macht. Der ist echt mit allen Wassern gewaschen. Ich dachte, ich kann endlich mal wieder normal rumlaufen. Und ich wollte mal eben blaue Flecken begutachten. Aber das können wir jetzt vergessen. Soll er mich holen gehen? Ja, Calimero, ich bin schon wieder sichtbar und bestaune mein neues Ich. Wie kannst du mit dem Gesicht eigentlich die ganze Zeit rumlaufen? Das ist so irritierend. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt Alba... Ach, jetzt muss ich wieder schauen, dass ich Alba rankriege und einen Termin bei ihm mache. Oh nein, und die blauen Flecken an meinem linken Arm, die sind ja viel mehr geworden. Ich habe auch blaue Flecken im Hinterkopf. Oh Mann, der Alba, ey. Wie ungewohnt ist das denn bitte? Also schreibt uns mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, was wir jetzt hier machen sollen, weil ich hätte gern meinen Kopf zurück. Aber damit wären wir fertig für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, gerne noch ein kostenloses Abo. Wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich wieder mit meinem Kopf wieder. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Jetzt kommen die Outtakes. Und ciao. Hey, hallo. Jetzt sprengt der einfach hier mein... Glaubst du, das Gras reicht? Ja, sonst holen wir halt einfach. Sonst holen wir einfach. Ist ja kein Problem. Okay. Gras ist schnell gesorgt. Das stimmt. Ich hab da schon Erfahrung mit. Ich weiß, du kriegst es immer geliefert. Also den Eingang von seiner Base braucht er nicht mehr, oder? Ich denke nicht. Also mir hat er gesagt, nee, Eingang brauchen wir nicht. Gehe ich eh nicht so häufig rein. Mach ruhig. Okay. Perfekt. Glaube ich. Also wenn wir drüber gesprochen haben, hat er gesagt. Perfekt. Ja. Sonst würde ich mich jetzt echt täuschen, aber es wäre ja nicht so schlimm. Okay. Calimero, nicht so viel schnuppern beim Krokon. Ich habe mich schon nackig gemacht. Ah, perfekt. Kann losgehen.